Hallo, na, wer seid ihr denn? Ich bin Blacksteam. Wir sind Chesnas. Aeronautica. Drachenflug. Tales of Nebelheim. La Frontera Victoriana. Feline and Strange. Aha, und was macht ihr für Musik? Wir bezeichnen unseren Musikstil immer als Dampfmetal. Wir machen Steampunk rund um die Welt und nehmen uns das mit, was uns gefällt. Wir machen Folkmusik im Steampunk-Bereich. Wir machen Steamfolk. Wir machen Dark Cabaret. Wir machen Indie-Rock, gemischt mit Hip-Hop, Wave, Gothic und Folk. Wir machen Pop-Rock, irgendwo so zwischen Rammstein und Helene Fischer. Steamokalypse. Warum war es euch wichtig, dabei zu sein? Naja, im Kollektiv macht einfach alles viel mehr Spaß. Endzeit! Hallo? Endzeit? Weil wir Teil von etwas Großem sein wollen. Weil in diesem Kollektiv sind zum einen die nettesten Leute der Welt. Wir haben diese Schüssel Gold dafür bekommen. Es ist mir wichtig, dabei zu sein, weil ich der einzige Schweizer bin. Und zum anderen ist ein Kollektiv immer stärker als Konkurrenz. Erzählt uns mal, warum sollten wir den Sampler unbedingt kaufen? Ihr solltet diesen Sampler kaufen, weil ihr darin viele neue Dinge entdecken werdet. Ja, wie immer eigentlich. Wenn das Steampunk-Musikkollektiv dahinter ist, dann kann es nur gut werden. Der 100.000ste, der den Sampler kauft, bekommt diese goldene Ananas. Keiner der Songs auf diesem Sampler ist schon mal jemals irgendwo von einer der teilnehmenden Bands gespielt worden. Ihr habt ein Thema, ihr habt viele coole Bands, also der Sampler überhaupt. Kauf dieses Album! Ja, ja, ist ja gut, ich hab's ja schon im Warenkorb. Aber mal eine ganz andere Frage. Was bedeutet eigentlich Steampunk für euch? Ich mag Steampunk, du magst Steampunk. Steampunk ist Kreativität, Steampunk ist cool, Steampunk ist Inspiration. Massenweise Blödsinn mit Leuten, die genauso durchgeknallt sind wie wir. Wir können Sachen erzählen, die es so noch nicht gab. Eine Welt, in der neue Länder entdeckt werden, mit Luftschiffen weite Reisen unternommen werden. It's a way of life. Und wie sieht's mit Endzeit aus? Der ultimative, unausweichliche Neuanfang. Das Ende ist immer ein neuer Anfang. Endzeit und Steampunk sind ja doch sehr nah beieinander. Seht ihr selbst, ne? Was passiert denn in der Endzeit? Wie erzeugt man denn da Strom? Natürlich mit Dampfkraft. Und da haben wir die Verbindung. Letztendlich, was will man machen ohne Klopapier, Wein, Nudeln und Kondome? Das ist alle. Was will man da noch machen? Wow, das ist tief. Oh ja, allerdings. Nochmal zurück zum Sampler. Welcher Beitrag ist eigentlich der beste? Also unser Beitrag ist der beste aufgrund des Genre-Mix einfach. Metal, Gothic und Steampunk. Also da können die anderen Bands ja leider einfach nicht mithalten. Wir haben sogar echte Noten verwendet. So wie A, B. Man muss Musik nicht unbedingt bewerten. Wobei unser Beitrag ist schon ziemlich gut. C und D und Unser Song auf Steamokalypse ist der beste von allen. F und G und H, Cis und Dis. Ja, euer Kollektiv. Was ist denn so geil daran? Ein Kollektiv wie das Steampunk-Musikkollektiv ist wundervoll, weil es in einem Kollektiv immer jemanden gibt, der etwas macht oder kann. Steampunk-Kollektiv ist geil, weil Kommunikation besser ist als Konkurrenz. Das hätten wir als einzelne Bands gar nicht machen können. Also da hört ihr's. Album kaufen, Bands unterstützen. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Macht's gut. Winke, winke. Wiedersehen. Tschüss. Macht's gut. Schönen Tag noch. Bis später. Seid dabei und macht dieses Projekt möglich. Wir zählen auf euch.